Story mal zu verbessern. So, wir fangen an. Alle da? Ja, herzlich willkommen in Train. Ich bitte mal Frau weiter nach hinten, Frau Gampo nach vorne, Frau Müller, Herrn Götz und Herrn Frick. Ja, ist ein bisschen sehr hell, ne? Das brauchst du für dein Video, ne? Ja, ist klar. Dass die Damen gut im Licht sind, die ist trotzdem gut. So, liebe Segler, ich hoffe, alle sind da. Wir wollen, ich habe das gestern Abend in der Generalprobe ja gesagt, die deutschen Meisterschaften eröffnen. Ein bisschen leiser, ist so gut? Ja, dann haben wir das getestet. Hier. Ich habe an meiner Seite hier Frau Angelika Gramko, Frau Müller von der Schwaderbank, man sieht das hier ganz hinter uns sehr schön, Herrn Götz und Herrn Frick vom DSSV. Und wir wollen die deutschen Meisterschaften eröffnen und wir gehen folgendermaßen vor. Ich kann nur noch mal sagen, ich bedanke mich bei allen, die gekommen sind. Ich bedanke mich bei allen Helfern, dass das bis hier so super geklappt hat. Und wir wollen gar nicht lange quatschen. Ihr wisst, wir haben wenig Zeit und wir hoffen aber alle, dass das Wetter noch etwas besser wird. Von der Reihenfolge gibt es ein paar kurze Worte von Herrn Götz und von Herrn Frick und dann von Frau Müller und dann, ja, die Hauptsache Frau Gramko dann. So, ich gebe mal an Herrn Götz ganz kurz. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Gramko, lieber Herr Günther Zeckert, liebe Kuttersegnerinnen und Segler, liebe Gäste, ich heiße Sie im Namen des Schweriner Yachtclubs ganz herzlich willkommen hier in Schwerin, hier auf unserem wunderschönen Gelände. Ich danke Günther ganz herzlich. Der uns mit ins Boot geholt hat, uns das Vertrauen geschenkt hat, diese Veranstaltung mit zu begleiten. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Ich glaube, der K10 ist es wert, dass wir die Tradition pflegen, dass wir solche Veranstaltungen durchführen. Es ist ein wunderschönes Schiff und es hat es verdient, auch in der Zukunft gepflegt, gesegelt zu werden. Mit Versprechungen soll man ja vorsichtig sein, aber ich verspreche euch heute Wind. Ich sage aber auch dazu, dass nicht das schnellste Boot gewinnen wird, sondern wie es so oft im Leben ist, dass das am aufmerksamsten segelt. Ihr werdet ja hier im Südteil der Schweriner See segeln und ihr werdet sicherlich die eine oder andere Überraschung auch bei diesem Wind noch erleben. Ich wünsche den Besten den Sieg. Ich wünsche euch eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Schöne Tage in Schwerin, Mast und Schotburg. Herzlich willkommen. Ja, und ich möchte euch auch ganz herzlich im Namen des Präsidiums begrüßen hier in Schwerin und mich bedanken beim Schweriner Marineclub, dass wir dieses Jahr hier Gast sein dürfen und bei der Stadt Schwerin, dass wir Gast sein dürfen. Nachdem wir 2001 das Kutter Rudern in Potsdam bei der Huber präsentiert haben, können wir 8 Jahre später das Kutter Segeln jetzt präsentieren. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich wünsche euch viel Erfolg, kann mich dem nur anschließen. Der Beste, der aufmerksam sein möchte, gewinnen heute bzw. morgen. Und dann hoffentlich morgen bei der Siegerehrung einen ehrenvollen Sieger präsentieren können. Danke. Ja, einen guten Morgen auch im Namen der Schwaderbank. Im Namen der Schwaderbank und ich freue mich, dass hier so viele Beteiligte sind und wünsche Ihnen natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg heute und natürlich auch ein bisschen besser Wetter. Ja. So, das war eben freundlich und fair, die Schwaderbank, Frau Müller. Wir danken auch und jetzt natürlich zu unserer Hauptperson. Ich freue mich ganz besonders, dass die Oberbürgermeisterin Frau Angelika Gramko, die uns jahrelang zur Seite stand, hier heute die deutschen Meisterschaften eröffnet. Und ich quatsch gar nicht lange, ich übergebe. Bitte schön. Danke. Liebe Seglerinnen und Segler, liebe Managerinnen und Manager, vor allen Dingen natürlich diejenigen, die es geschafft haben, zum 4. Mal die deutsche Meisterschaft hier nach Schwerin zu holen, seien Sie mir in der Sportstadt Schwerin, die in diesem Jahr unter dem Zeichen der Bundesgartenschau
2009 steht herzlich willkommen. Sportstadt deshalb, weil Sie sind hier sozusagen bei zwei Vereinen, die das Sportleben in Schwerin maßgebend prägen. Wir haben über 100 Vereine, über 20.000 aktive Sportlerinnen und Sportler. Ja, wir haben die deutschen Meisterinnen im Volleyball und gestern Abend hat auch in der Bundesliga Post die Handballer wieder gewonnen und ich glaube auch die Boxer sind wieder im Aufwind. Das ist ganz wichtig für unsere Stadt, die wirtschaftlich noch nicht so top drauf ist, dass wir die weichen Standortfaktoren entwickeln. Und was kann da Besseres dazu beitragen, als dass über 400 Sportlerinnen und Sportler und diejenigen, die damit zu beitragen, dass es ein Erfolg wird, nach Schwerin kommen. Dankeschön an die Veranstalter. Ich wünsche Ihnen heute auf dem besten Segelrevier eines Binnensees viel Spaß, Erfolge und hoffe, dass Sie vielleicht doch die Zeit haben, vielleicht hier und da auf der Bundesgartenschau 2009 vorbeizuschauen. Weil man sagt ja immer, es ist ein Angebot für 50 plus und für Blumenliebhaberinnen und Liebhaber. Aber unsere Bundesgartenschau, 7 Gärten mittendrin, das wunderschöne Märchenschloss, das Sie dann auch von Wasser her wieder mal bewundern können, hat eine Faszination ausgestrahlt, weil es eine ganz tolle Verbindung von Wasser und Land, moderner und historischer Gartenbaukunst ist. Und wir haben über 5000 Wanderinnen und Wanderer auf dem Gelände gehabt. Wir haben das Langstreckenschwimmen dort gehabt. Viele Sportveranstaltungen, die die Bundesgartenschau letztendlich aufgewertet haben. Und wir haben letzte Woche 1,5 Millionen Besucherinnen und Besucher gehabt. Und der Kontostand stimmt auch. Wir werden eine Bundesgartenschau haben, die ein Plus erwirtschaftet. Und das gab es bisher in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Ich begrüße also alle 43 Kuttermannschaften sehr herzlich. Ziel war ja 40 in diesem Jahr zu erreichen. Ganz besonders willkommen Vorjahressieger, den Matsches aus Berlin. Sportlerinnen und Sportlern werden mir verzeihen. Herzlich willkommen den Baden-Württembergerinnen und den Niedersachsen. Und jetzt viel Spaß. Nehmen Sie die besten Eindrücke mit von der Sportstadt Schwerin und kommen Sie wieder. Sie sind uns immer herzlich willkommen. So, liebe Gegner, es geht jetzt sofort weiter mit der Steuerungsbesprechung und ich kann euch versprechen, wir starten vor dem Märchenschloss zur Langstreckenregatta und wir haben ja heute, ja, wir haben ja immer einen Anlass, gestern habt ihr es schon gemerkt, wir haben ein paar Einlagen, wir haben heute den ältesten Segler dabei, Cäsar Pagen, der segelt mit an der Pinne, also nehmt euch in Acht, geht mal hier. So, und bedankt habe ich mich bei meinen vielen Helfern, bei Norbert Schmidt, ganz besonders, der das alles so ein bisschen gesteuert hat mit Hintergrund und welcher Erfolg geworden. Wir möchten aber, Frau Angelika Gramko als Oberbürgermeisterin hat uns über Jahre unterstützt, auch als sie noch keine Oberbürgermeisterin war und unsere Jugendlichen haben viele Talente. Und es gibt Talente bei uns, die malen auch und das sind Unikate. Und wir möchten ein Geschenk übergeben zum Anlass der Deutschen Meisterschaft im Bugerjahr 2009 und das passiert jetzt. Das wird nicht nur einmal. Und ansonsten wünsche ich allen jetzt eine schnelle Steuermannsverschwörung und dann ab in die Boote und dann gute Wettkämpfe. Schönen Dank. Wir haben